Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Sapsel an. Dieser hat über den iRobot Rumor 651 Roboterstaubsauger geschrieben, welchen er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Roboterstaubsauger im Test – Erfahrungsbericht. Heute soll es um das Modell iRobot Rumor 651 gehen, einem Staubsauger-Roboter. Die elektronischen Helferlein wurden erschaffen, um das Säubern des Haushaltes zu vereinfachen und zu automatisieren. Das Modell Roomba hat echte Pionierarbeit geleistet, da es das erste praxistaugliche und marktreife Gerät dieser Art war. Seitdem haben viele Unternehmen nachgezogen und ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht. Kann sich iRobot trotzdem weiterhin gegen die Konkurrenz durchsetzen? Ist das neue Modell Roomba 651 noch effizienter? Auf diese Fragen werde ich heute eingehen. Unternehmensporträt iRobot. Das Unternehmen iRobot wurde 1990 gegründet von Robotikspezialisten des Massachusetts Institute of Technology und hatte das konkrete Ziel, Roboter alltägliche Aufgaben lösen zu lassen. Seit 2003 ist das Unternehmen auch an der Börse notiert. Seit der Gründung wurde die Produktpalette an sogenannten Service-Robotern stetig erweitert. Produkte mit dem Modellnamen Roomba sind auf das Staubsaugen spezialisiert. iRobot Scuba wurde für die Bodenreinigung entwickelt, iRobot Brava für die Poolreinigung und iRobot Mira für die Reinigung von Dachrinnen. iRobot stellt nicht nur Roboter für den Haushaltsbereich her, sondern auch Sicherheits- und Militärroboter. Diese Sparte wurde allerdings im Februar 2016 zum Verkauf angeboten. Es gibt außerdem noch einen Videokonferenzroboter und einen Telemedizinroboter. Die Firma möchte die allgemeinen Entwicklungen der Robotertechnik aktiv antreiben und bietet daher umfangreiche Ressourcen für Entwickler von Drittanbietern. Der Roomba 651, seine Funktionen. Damit so ein Roboter eigenständig arbeiten kann, wurden eine Menge Technologien verbaut, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Navigation. Der Roomba braucht im Gegensatz zu Mährobotern keine Begrenzungskabel, die ihm den Weg weisen. Er ist imstande, sich selbst seinen Weg durch die Wohnung zu suchen, mit Hilfe der eingebauten Sensoren. Das ganze Gerät ist umgeben von Sensoren, die den Roomba vor Gegenständen, die im Weg stehen, warnen und zum Umkehren bewegen. Das ermöglicht dem Roboter auch das Aussaugen von verwinkelten Ecken und auch unterhalb von Möbeln, sofern der Roomba problemlos darunter passt. Dafür wurde der Roomba extra flach designt, damit auch Sofas dem Schmutz keinen Schutz mehr bieten können. Spezielle Sensoren für die Abgrunderkennung schützen den Roomba davon, Treppen herunterzufallen. Schmutzdetektoren. Akustische und optische Sensoren verhelfen dem Staubsaugerroboter dazu zu erkennen, wo sich besonders viel Schmutz, Staub oder Tierhaare befinden. Wenn er solche Schmutzlager entdeckt, konzentriert sich der Reinigungsprozess vor allem auf diese stark beschmutzte Stelle. Reinigungsleistung. Der Roomba 651 vereint Aufwirbeln, Bürsten und Saugen. Das Reinigungssystem besteht aus drei Zyklen, die Schmutzentfernung und eine enorme Saugkraft kombinieren. Die Seitenbürsten sorgen dafür, dass Schmutz und Staubpartikel so vor dem Sauger gefegt werden, dass sie in das Reinigungssystem geraten und schließlich in den Auffangbehälter. Der Aero VAC-Filter wurde eigens für die Erfassung von sehr feinen Staub und kleinsten Verunreinigungen entwickelt und verbaut. Der Service-Roboter passt sich zudem nach dem Bodenbelag an, auf dem er gerade zugange ist. Egal ob Laminat, Hartholzboden, Teppich oder Fliesen, der Roomba passt sich intelligent den Gegebenheiten an, um so eine optimale Reinigungsqualität gewährleisten zu können. Reinigung des Gerätes. Das Staubfach lässt sich einfach entfernen und vom Gerät trennen. Dazu sind nur wenige Handgriffe notwendig. Nun das Fach ausleeren, gegebenenfalls einmal mit Wasser ausspülen, wieder einsetzen und fertig. Von Zeit zu Zeit sollte man das Gerät etwas ausbürsten und die Rollen vom Schmutz befreien. Einstellungen. Der Roomba 651 bietet diverse Möglichkeiten an Einstellungen, damit man den Roboter an seine Gewohnheiten und Bedürfnisse anpassen kann. Man kann zum Beispiel einen Reinigungsplan erstellen, der dem Roomba genau vorgibt, wie oft und wann er zu reinigen hat. Falls man sich außerhalb des Plans bewegen möchte oder sich generell die Programmierung sparen möchte, drückt man einfach den großen runden Button in der Mitte des Geräts mit der Aufschrift Clean. Nach der Bestätigung begibt sich der Staubsauger umgehend an das Reinigen, ohne dass man noch irgendwelche Voreinstellungen treffen muss. Wenn dem Roomba mal der Saft ausgeht, sprich der Akku ist leer, fährt er automatisch zur Ladestation und lädt dort den Akku wieder auf. Somit bleibt der Roomba stets einsatzbereit für die nächste Reinigungstour. Technische Details. Der Vollständigkeit halber sollen auch diese nicht ungenannt bleiben. Der Roboter wiegt leichte 3,6 Kilo, sodass es einfach ist, den Roomba zwischen den Stockwerken hin und her zu tragen. Der Roomba hat einen Durchmesser von 34 cm und eine Höhe von 9,2 cm.
iRobotRoomer 6 in 51 Review. Meine Roboterstaubsauger-Erfahrungen. Nachdem ich nun schon völlig begeistert von einem Mähroboter war, stand für mich fest, dass ich nun auch im Haushalt nachziehen muss. Ich muss gestehen, dass mir das Roomer-Modell bereits ein Begriff war durch YouTube-Videos, in denen Katzen auf dem flachen Staubsauger sitzen und sich durch die Wohnung fahren lassen. Also habe ich mich, wie ich es immer tue, im Internet umgehört und festgestellt, dass der Roomer 6051 wohl von solider Qualität sein soll. Bestellt habe ich über Amazon bei einem Preis von ca. 390 Euro, zuzüglich der Versandkosten von knappen 8 Euro. Verkäufer war iRobot übrigens selbst. Lieferumfang. Im Lieferumfang findet man den Roomer 6051, die Ladestation, Akku, Virtual Wall, Aero VAC, Auffangbehälter, Ersatzfilter und Rundbürste sowie eine Herstellergarantie von 2 Jahren auf den Roboter und eine Herstellergarantie von 6 Monaten für den Akku. Inbetriebnahme. Das Aufbauen und Einstellen ist eigentlich ziemlich schnell von der Hand. Es wird empfohlen, den Roomer zuvor über Nacht aufladen zu lassen. Für die ersten Durchläufe habe ich einfach auf Clean gedrückt und dem Roboter zugesehen. Reinigungsleistung. Ich habe oft gelesen, dass Leute vor der Reinigungsleistung noch erstaunt sind, weil man es bei einem so kleinen Gerät einfach nicht erwartet, und ich konnte mich dieser Gruppe anschließen. Dies wird besonders dann deutlich, wenn der Roomer sich wirklich nur auf einem Raum konzentriert. Obwohl ich dachte, das Wohnzimmer sei einigermaßen sauber, da ich es erst einen Tag zuvor noch gewischt hatte, kam der Roomer mit neuem Schmutz um die Ecke. In erster Linie hatte ich mir erhofft, dass der kleine Roboter die ganzen Tierhaare entfernt. Bei uns im Haushalt leben ein Hund mit kurzem Fell und eine Katze, die zusammengenommen wirklich überall Haare lassen und man gar nicht hinterherkommt beim Entfernen. Ich war beruhigt, als ich merkte, dass er Tierhaare zuverlässig mit wegsaugt. Durch die starke Reinigungsleistung sind Tierhaare kein Problem. Des Weiteren schafft er auch kleinere Absätze wie Teppiche oder Vorleger zu erzwingen. Bei uns sind zum größten Teil Fliesen verlegt und ab und zu liegt ein kleiner Teppich im Weg, die der Roomer aber mühelos zu erklemmen weiß. Sofas, Betten und viele andere Möbel sind auch kein Problem. Häufig braucht er nur mehrere Versuche, um den richtigen Winkel zu treffen, ähnlich wie beim Einparken. Wirklich hilfreich ist die Virtual Wall, die dem Roomer als eine Art Wand dienen soll, um zu sagen, dass ein bestimmter Raum beispielsweise nicht gereinigt werden soll. Diese Virtual Wall stellt man einfach an die Tür und schon weiß der Roboter, dass er in den Raum keinen Zutritt hat. Akku. Die Akkuleistung ist ausreichend, wenn man nicht mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche zu saugen hat. Im Schnitt saugt er ungefähr 1 Stunde und 30 Minuten, bevor er selbst zur Aufladestation fährt und tankt. Mein Fazit. Bester Roboterstaubsauger? Ich bin super zufrieden und bin glücklich, diesen Kauf gemacht zu haben, da es eine wirklich spürbare Arbeitserleichterung ist. Die ganze Wohnung ist immer top gesaugt, was sich gerade bemerkbar machen wird bei Haushalten mit Tieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.